Wir feiern 10 Jahre Pearl TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. Hallo liebe Zuschauer, Jubiläumsangebot des Tages bei Pearl TV. Und heute, wir haben für Sie ein Luxusprodukt. Das ist wirklich ein exklusives, sehr, sehr gemütliches Deko. Das ist Bioethanol-Deko-Feuer. Und wir haben, Sie glauben das nicht, für 44,99 Euro. Ich bin wirklich begeistert von diesem Deko-Feuer. Wirklich, Carsten, erklär uns, wie geht das? Warum das so schick ist? Das ist unser Dekofeuer mit dem klangvollen Namen Tornado, weil wir hier ein Bioethanol-Kamin haben. Sie kennen wahrscheinlich dieses Bioethanol, was gerne als Brennmittel für Kamine oder für Echtflammenkamine benutzt wird, weil es eben geruchsneutral funktioniert, weil es rückstandslos verbrennt. Du hast keinen Ruß, keine Asche, also überhaupt keine Probleme wie normalerweise mit echtem Feuer jetzt hier. Und das Schöne ist, dass wir hier ein Tornadofeuer haben. Und Tornadofeuer bedeutet, wir kennen das von einem Wirbelsturm, von einem Tornado, der zwirbelt sich ja auch so ein ganz klein wenig durch die Luft, dreht sich also ein ganz klein wenig, während man diesen Wirbelsturm so sieht. Und genau so funktioniert unser Dekofeuer natürlich auch. Es gibt Dekofeuer und Dekofeuer. Das klassische Dekofeuer kennt man. Da gießt man ganz einfach Bioethanol in eine Brennkammer und dann entsteht eine Flamme. Auch schon sehr schön. Aber hier sehen wir sehr schön, wie sich die Flamme, wie haben wir eben schon so schön festgestellt, so schön gezwirbelt nach oben züngelt. Ja. Ja, und ich finde, das macht einen ganz, ganz außergewöhnlichen Look. Ich habe ihn jetzt ungefähr so 3-4 Minuten vor der Sendung angemacht. Sie sehen hier noch mal bei uns im Zuspieler, dass das Ganze noch etwas höher steigt. Der braucht ein paar Minuten, um sich zu fangen, um diese außergewöhnliche Form zu bekommen. Und da das ein Innenkamin ist, den man ganz hervorragend auch mal direkt auf einen Tisch stellen kann, auch mal direkt auf ein Sideboard stellen kann, achten Sie ein bisschen auf die Umgebung, das ist klar. Aber ich sage mal, die Hitzeentwicklung hält sich hier wirklich im Rahmen. Ist das natürlich auch wunderschön, alleine vom Lichteffekt her. Alles perfekte Materialien, also die Brennkammer ist logischerweise aus Edelstahl, lässt sich immer wieder auch neu befüllen, das ist auch ganz klar, da muss also auch nichts sauber gemacht werden. Der Fuß ist aus Metall, dementsprechend robust und solide, auch etwas breiter, nicht nur der Standfuß vom Kamin an sich, auch die Edelstahlplatten, die drunter stehen, pulverbeschichtet, alles feuerfest natürlich. Wir haben Echtglasscheiben, 4 Stück an der Zahl, die oben mit diesen Halteelementen sehr, sehr schön in Szene gesetzt werden. Also alles in allem ein wunderschönes Deko-Objekt hier. Ja, mit ungefähr knapp 40 cm in der Höhe. Von der Breite her kommen wir auf gut 25 cm pro Seite. Also das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Ja, und dieses Flammenspiel, man ist automatisch versucht reinzuschauen und sich das Spektakel anzusehen, oder? Guck mal, wie wunderschön das aussieht. Bewegt sich ein wenig auch in die Seite, aber züngelt sich hier von der Brennkammer aus kommend dann so richtig schön in den Kopf dieses Dekofeuers hinein. Ja. Einfach nur fantastisch gemacht. Wirklich schon, dieses Tornado-Feuerspiel, ich finde das wirklich Wahnsinn. Das sieht super aus und ich glaube, das ist Deko für drinnen, für draußen, für ein Wohnzimmer, für Balkon zum Beispiel. Ich habe gesehen, diese solche Dekofeuer in diese 5-Sterne-Hotels oder Restaurants. Ja, das muss so viel Geld kosten. Aber bei Pearl.de zum Beispiel, wir haben auch schon sehr, sehr guten Preis. Das ist 60 Euro, was finde ich schon sehr, sehr günstig. Sehr guter Preis, aber heute, Sie sparen noch mehr. Sie zahlen heute bei Pearl TV nur 44,99 € für unsere Bioethanol-Deko-Feuer mit der Bestellnummer NX62 30 und 569. Ich bin wirklich begeistert. Sieht so toll aus. Und mir zum Beispiel, ich glaube, passt mir 2 Stück von beiden Seiten oder 4, zum Beispiel bei meinem Balkon. Ja. Wirklich, einfach Traum. Einfach klasse gemacht. 250 Milliliter passen übrigens in die Brennkammer rein. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich dann also auch noch das passende Bioethanol, also das eigentliche Brennmittel, mit dazu bestellen. Das ist 1 Liter, das heißt, es reicht für insgesamt 4 Füllungen. So ungefähr 6 Stunden brennt hier eine Brenndauer. Das heißt also, hier sollten Sie auch ruhig mal 2 oder 3 von den Bioethanolflaschen dazu bestellen. Macht Sinn, die liegt hier bei uns bei knapp 8 Euro. Also ein wunderschönes Dekoobjekt und sicherlich auch festlich bei Ihnen zu Hause.